Okay. Also, Outlast 2, auch schwierig. Wir fangen einfach mal an. Ich habe mir vorher nichts angeguckt. Ist quasi komplett. Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß, ja. Den Text kenne ich noch vom ersten Teil. Lynn Langermann. Ich sage einfach mal Langermann. Deine Enthüllungsjournalistin. Ah, wir sind diesmal eine Frau, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Nee, wir sind Blake Langermann, ihr Ehemann. Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer. Wir sind mehrere, oder wie? Okay. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg. Versteckt euch oder sterbt. Also wir sind die Frau und der Mann zusammen unterwegs, ja? Wir sind der Blake und wir sind aber auch mit der Frau unterwegs, ja? War das da gerade ein Bibelzitat? Die Gute hat Angst. Johann Schnee. Oh ja, endlich was anderes. Servus, Jörg. Jesus, Blake. Are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Jesus, Blake. Was geht, Johann? Alles fit? You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. Oh, oh. Der hat schon mal verkackt. You know a Jessica? Oh, no. No. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. Say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Zeit für ein Intro. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but well, we're good. Oh, that was exciting. Okay. Wir stürzen definitiv ab. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Blaukraut bleibt Blaukraut. Okay. I'm Lynn Langermann. Ja, bist du das? Ah, okay. Interessant. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in Central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn. I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. Bots. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Was machen die Here, noch mal, Bots? Let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Oder meinst du Mods? Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Who's your destiny? I'm killing the engine! Going down! Mayday! 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 1,000 feet! 800! 500! 300! Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Johann, Bots, ich meine, ich habe vom Bots, glaube ich, mal gehört, aber das sind dann so Chat-KIs oder wie muss ich mir das vorstellen? Alter, die Grafik ist aber mal... Das ist ungefähr derselbe Sprung wie bei Layers of Fear 1 und 2. Oder 1 zu 2. Auch die Kamera, super geschmeidig. Streamers, die beispielsweise anzeigen, wie lange man schon zuschaut oder wenn man irgendwelche Befehle in Chat schreibt, kommt kein Plan. Ich bin kein Streamer. Das ist ein guter Input. Also ich dachte, Chatbots sind eher dafür da, dass die quasi Gespräche simulieren mit dem Streamer. Ich habe das so verstanden und das
Ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte, aber wenn du sagst, die zeigen auch so, die zeigen auch so Viewtime und so an, schau ich da mal rein. Wenn andere Streamer das auch haben, muss ich das auch haben. Das ist die einfache Antwort. Ich habe ja auch noch keine Emotes und so ein Kram, weil ich noch keine passenden gefunden habe. Ich habe mir vielleicht gedacht, so irgend so... Alter, dieses Geräusch. Ich kann gar nicht reden. Oh, die Grafik ist aber schon nicht schlecht. Lege ich mir auf jeden Fall zu, Bots. Drücke wiederholt. Wir wissen inzwischen, dass die Kamera in diesen Spielen immer überlebt. Fuck. Ja, ich glaube, deine Frau ist hin, jo. Drücke, um dein Ziel zu sehen. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Moment. Die Jane Doe Story, Teil 1. Spielen. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation. Oh, das ist echt meine Aufnahme. Okay. Okay. Warum soll ich mir die angucken können? Verstehe ich gar nicht. Salam abe kollege, salam amo, wie geht's dir? Okay. Warum kann ich mir die Aufnahmen ansehen? Also ich muss mir auf jeden Fall Bots organisieren. Emotes noch. Ne? Emotes ist ja auch so eine Sache. Ich weiß nur noch nicht, welches Motiv. Ich dachte mir vielleicht so einen bärtigen Kenneck halt, oder? Weißt du? Aber, so in Comic. In Comic-Format, Cartoon-Format. Ja, dann noch so Alerts und so. Das ist alles ein Haufen Arbeit. Und DC. Beweg dich zu der Kante, um dich festzuhalten. Okay. Wir sehen eher aus wie so ein Feldsoldat. Als ein Kameramann. Nee, ist gut, ab einem anstrengenden Tag. Fast hinter mir. Jetzt eine Runde chillen. Sehr gut, Bro. Sehr gut. Ich habe auch einen anstrengenden Tag hinter mir. Drücke R1, um die Kamera zu aktivieren. Das rote REC-Licht, beziehungsweise Record-Licht, zeigt, was du aufnimmst. Wenn das Record-Symbol blinkt, heißt das, du zielst auf das Ereignis, das aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit auf das Ereignis zielen und damit den roten Kreis füllen, um den Moment vollständig aufzunehmen. Ah, das ist neu. Video aufgenommen. Schau dir aufgenommene Videos an, um mehr über Ereignisse und Ziele zu erfahren. Ne. Das Wrack. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. Ah. She could still be alive. Hm. Okay. Das war ziemlich kurz. Oh, läuft shit. Läuft natürlich auch mit Batterie, ne? Oder? Oh. Lynn! Was ist das?
schalte mit der Kamera Nachtsicht ein. Ah ja. Okay. Nehme Bandage. Ey, das ist ja krass. Batterie, Bandage. Das finde ich cool. Das haben die cool gemacht. Brauchst im Moment keinen Verband. Okay, Batterie verwenden. Cool. Sehr immersiv. Discord-Server. Achso, ja, Discord habe ich tatsächlich schon. Und ich habe das auch schon mal in den Stream, beziehungsweise... Lass mich nicht lügen, ich weiß nicht mehr, wann das war. In irgendeinem Stream hatte ich das mal angesprochen. Aber das hatte quasi niemand interessiert. Du bist der Erste, der das jetzt anspricht. Du bist ein erfahrener Twitch-Zuschauer. Wenn du auch einen anstrengenden Tag hattest, dann sag ich doch mal, ja, das stimmt. Danke dir. Oh, oh fuck me! Fuck, 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 fuck! That did not happen in the crash! Das stimmt. Fuck this! Vor allem ist das mal eine akkurate Reaktion. So, jetzt habe ich das. Ja, jetzt kann ich mir das irgendwie. Jetzt guckt er. Okay. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lynn. Okay. Ist der echt skinned alive? Nee. Oh. Kann man wieder seinen Ding-Dong sehen? Ja. Mit Fliegen drauf. Diese Outlast-Spiele sind echt grotesk, ne? Um nach hinten zu schauen. Naja. Boah, wenn ich Nachtsicht ausmache, sieht man gar nichts mehr, ne? Nachladen. Bleib. Ja, am Anfang wurde nur durchschnittlich 2 bis 4. Lohnt es sich nicht wirklich. Ja, habe ich auch gemerkt. Ich habe so voll die Mühe gemacht, so Discord-Server, Name, Titel, Bilder reingemacht und so. Beziehungsweise mein Logo. Aber kommt noch irgendwann, schätze ich mal. Wer weiß. Town. Oh, thank God. I thought miles from anything. Ich habe ja an eine WhatsApp-Gruppe gedacht. Ne? So für die paar Zuschauer, die wirklich immer wieder zuschauen. So du, Melo, Selman und so weiter. There's not supposed to be anything for miles. But I wasn't alone out here. Fuck, I wasn't alone out here. Aber dafür muss man halt seine Telefonnummern austauschen und das ist ja nicht im Interesse eines anonymen Twitch-Zuschauers. Aber falls du mal was schreiben willst. Aber warum gibt es zum DC keinen Link? Habe ich in meinem, habe ich in meiner Infobox echt keinen Link? Das wäre kritisch. Muss ich das nachholen. Muss ich auf jeden Fall nachholen. Ja, was geht mit dem Wind? Oh. Das erinnert mich mal schwer an Resident Evil 4 jetzt gerade. Hallo? Hallo? I'm lost. And hurt. Blockiert. Okay. Scheint die Leute ja mal gar nicht zu jucken. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ach so, okay, okay, okay. Alles klar. Ich hab den Dreh raus. Ja, deswegen spreche ich es an, sonst wäre ich schon im DC. Ehrlich jetzt? Krass. Du bist richtiger Pro, Junge.
Füge ich hinzu auf jeden Fall. Kokosnuss 1234. Danke für dein Follow. Ich bezweifle, dass du gerade zuschaust. Aber danke. Hey man. Oh shit. Also hey man. It's just happened. Um zu sehen, wie viele Batterien du hast. Ja, eine. Foto wurde gemacht, okay? Okay. Meine liebe, süße Ellie. Ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald, bringt uns zusammen, außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünden. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Tag Trost in den Armen Papa Knotus. Papa Knotz findest. Knoff, Knot. Für immer dein Tom. Wer zum Teufel ist Papa Knot? Das klingt ja mal total putzig. Klingt wie Knut. Oh shit. Kann ich? Who's? Oh, das ist nochmal. Attackieren die mich oder? Wen sucht die? Was erwartest du? Könnte man gut die Clips teilen auf DC, fällt mir gerade ein. Johann, ich nehme das in Angriff. Und zwar gleich nach diesem Stream wahrscheinlich nicht. Da werden wir um Mitternacht rum haben. Aber gleich morgen. Okay. Das ist eine neue Funktion, weißt du, wenn du das selber machst, macht er das im Spiel auch. Neue Technologie. Okay. Scheiße, ich bin hier voll die Batterien am Verballern. Alter, was? Nein, ich mach das sofort. DC, yo. Oh. Verstecken? Sehr krass. Meine Baby. Ist das... Was ist das? Ist das... Was ist das? Ist das... Was ist das?
Oh krass, ich dachte, der steht da wirklich. Warum? Halten, um langsam zu öffnen. Alter, der Typ sieht aus wie so ein Zuhälter oder so. Oh, nice. Ich weiß zwar nicht, wo ich meine Gesundheit sehe, aber ich schätze mal, das wird so ein roter, blutiger Rand sein. Okay, ich muss mich so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. So, wenn der das macht, muss ich auf das drücken. Okay. Lieber, nee, so. Lieber Vater, der Text könnte in einer noch kleineren Schrift verfasst worden sein, damit Jack noch mehr Schwierigkeiten hat, das zu lesen. Der Herr segnet mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbte den Boden in Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor in mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Okay. Ich sah ein Geschöpf gleich der brennenden Sonne, doch mit Reihen und Reihen von Zähnen. Von ihm hinab hingen Glieder, die ich erst für Arme hielt, doch die Gemächte waren. What the fuck? Also Cox. Machen wir jetzt Klopf-Klopf-Witze. Die standen bereit zur Zeugung. What the fuck? Und als dieses Sonnenmonster sank, fängte es die Erde und im Feuer gebar einen großen, buckeligen... What? Was? Was lese ich hier gerade? Der hat den Boden gefickt? What the fuck? Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß ich konnte weder atmen noch mich bewegen und ich sah mich selbst, wie vor Jahren, Daniel, mit Lauge... Wie? Was? Wie vor Jahren, Daniel, mit Lauge blendete und versuchte zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern, sehnte mich nach einem Mann in mir. Das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte, mich durch deine Lehre zu trösten. Angst ist gleich Freude in den Wegen des Herrn. Doch würde ich mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir und ein Gebet im Herzen. Hätte ich dich in mir und ein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir erschlagen werde. Das treueste deiner Schafe in heiliger Sehnsucht, Lisa. Okay, der Text ist erstmal irgendwie kompliziert zu lesen. Sorry, Leute. Aber der Inhalt ist ja mal total plemplem. What the fuck? Du kannst dich verstecken. Achso, ja, stimmt. Ah, direkt so, ja. Ohne Knopfdruck quasi. Oh Gott. Hier kann ich wahrscheinlich auch rein. Very nice. Zu spähen? Ah. Okay. Auch gut zu wissen. Ah, ich sehe dich, Batterie. Gehen aber schnell leer, ne? Drücke, um Fenster zu öffnen. That's fucked up. Tragedy wall, topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Du hast gesehen, wer dich beobachtet. Das waren locker 3-4 Leute. Jemand beobachtet mich auch da rein. verstörend, das ist echt verstörend. Was war das? Oh,
Was auch immer das war. Fuck you. Lieber zulassen. Raben! Fucking Raben, ey. Und wenn es dunkel ist, seht ihr aber im Stream fast gar nichts mehr, ne? Aufsperren und öffnen. Oh. Okay, und was ist hier? Tür in Tür. Der schon wieder. Ist das dieser Knot oder wie der heißt? Okay. Also Loot haben wir hier glaube ich nicht, ne? So eine schöne saftige Batterie oder so? Also ich muss sagen, von der Grafik erinnert mich das mega an Resident Evil 7. Und vom Setting her Resident Evil 4. Aber der Rest ist Outlast. Wenn ich mir den Text von eben nochmal Revue passieren lasse, das ist Outlast. Dann natürlich das religiöse, christliche Setting. Oder die Thematik. Satanas Indivicante. God. Inimical. Inimical. Ah, mein Latein ist eingerostet. Stoß dir nicht den Kopf, Bro. Klage der Hebamme. Das Kind, es kommt. Bereit das Messer macht. Das Kind, es kommt. Hebamme der Nacht. Bereitet durch Nacht und Wind. Mutter, die den Feind gebart. Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Refrain. Halleluja. Halt die Flut. Das Warten endlich sich gelohnt. Halleluja. Des Morgens wird des Feindes Blut vergossen hier, wir seien verschont. Das Kind es wächst, ihr Leib schwillt an. Das Kind es wächst, der Höll gesandt. Ezekiel ruft und schärft die Klinge, kniet, betet, frohe Dinge. Und dann wieder Halleluja. Ha. Bad Tooth, one. Inimical, feindlich. Ah, so wie Enemy. Inimi. Inimi, Enemy. Danke für den Input und willkommen im Stream. Inimi. Alter. What the fuck, man? What an... Oh. Das sind echte Leichen. Oh mein Gott, die sind verbrannt. Ja, da ist ein Benzinkanister. Gott. Boah, ich will mir nicht vorstellen, wie das hier stinkt. Ja. Nee, hä? Ja. Weg hier. Oh, ist so dunkel!
für Batterien sparen. Kann ich hier drunter? Halte, um zu kriechen. Krass, Alter. Das Spiel hat ja richtig draufgelegt. Seit Teil 1. Moin. Salü. Wie geht's euch so? Danke, wie geht's dir? Alles gut? Also noch geht's mir gut. Who the fuck are you? Warum ist dein Untertitel lila? Oder pink? Leute, woher schaut ihr eigentlich zu? Also aus welcher Stadt? Johann, falls du mir das schon mal verraten hast, dann tut's mir leid, dass ich es wieder vergessen habe. Karma X Sun. Danke für dein Follow. Paderborn. Ah, cool. Paderborn, gar nicht so weit weg. Ah ja, Berlin. Stimmt ja. Du meintest doch irgendwas Nord-Berlin oder sowas, ne? Man, what the fuck? Was hat die überhaupt für eine Surround-Sound-Stimme? Ja, Leute, ich habe dezent Angst, weiterzugehen. Aber ich muss meinen Mann stehen. Arthur Morgan war auch hier. Ist das Mais? Mais und Menschenknochen? No. No, was? Was? Jagt ihr mich? Alter, was ist das für eine? Fuck, 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 fuck. Fenster. Warum bin ich so blind? Zu. Sehr gut. Oh! Ah ne, zusperren. Mach mal lieber zu. Boah, diese Musik gefällt mir gar nicht, ne? Also wenn man das Musik nennen kann. Ich höre nur Gekreische und Klopfe. Hey, Kamasan! Ganz gut, danke dir. Klopf, klopf, wer da? Theo, Theo, wer? Tee oder Kakao? What? Oh, du hast schon einen Clip gemacht. Wovon? Ja, ich glaube, das war nur so eine Introduction, ne? Aber wie sah die aus, Junge? Was hatte die an? Leute, wie gesagt, ne, ich weiß nichts von dem Spiel. Also verzeiht mir, wenn ich manchmal so ein bisschen mich dumm anstelle. Zumal ich das auf schwieriger spiele. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Outlast 1 habe ich auf jeden Fall auf schwieriger gespielt und es ging eigentlich. Ah, Krise.
Oh Leute, ich muss erstmal einen Schluck nehmen. Fuck this game. Okay, hier geht's nicht lang. Schätze ich mal. Du kannst manche Objekte verschieben, indem du dich neben die stellst und Viereck gedrückt hältst. Okay. Ah. Bist du hier, Frau? Bist du überhaupt eine Frau? Kommt er da hoch? Jo. Speck. Der Miles war ja auch schon ein Kletterass. Hallo. Meint das Spiel jetzt nicht ernst? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Überschreibt er die Bilder nicht? Ja, dann tue ich mir das so an, ne? Geht ja auch. Kapitel 8. Und dein Volk führte Krieg auf den Feldern meines Sohnes in Eretz Israel. Mein Land liegt wüst, doch meine Saat hält Stand gegen Babylon und das Assyrische Reich und Rom, doch gefallen an den Muselmann, enttäuscht in den Kreuzzügen und verraten zur Zeit der pharisäischen Zöllner. Baruch, Sohn des Neria, schrieb die Worte des weinenden Jeremia, was auch immer, nieder. Die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen in ihrem Amt. Mein Volk hat's gern, also. Sei belehrt, o Ezekiel, ehe sich mein Herz von dir wendet, lass dein Gesicht nicht unbeschnitten. In einer Jeremiade wirst du nicht nur Tränen weinen müssen, selbst Blut musst du weinen. Und Sullivan Knoth schrieb seinen Namen als Ezekiel auf das Banner der Ewigkeit. Mit eiserner Klinge schrieb er I in sein Auge und es war geöffnet und blutete und sein Gesicht war gewaschen von Tränen und Blut. Also sprach der Herr, jetzt werde ich dir die Wahrheit zeigen, denn du schnitzt in dein eigenes Gesicht im Bunde mit mir. Und der Herr sprach, es war nicht dein Auge, das du herausgeschnitten hast, sondern eine Schuppe, die du für ein Auge hieltst. Und nun kannst du sehen. Okay. Da habe ich mir jetzt aber auch einen Text gegeben, oder? Der ist echt schwer zu lesen irgendwie. Also, ich meine, ich bin nicht der begnadetste Leser, aber... Die Grafik gefällt mir schon auf jeden Fall. Ist nice. Ich bin da. Bitch. War ja klar. Ach, der hat eine Brille auf, der Gute. God. Oh, do you Jesus. Want him? Who? Then you'll have. God wants me dead? Okay. Das ist auf jeden Fall eine Frau. Die sah jetzt gar nicht so schlimm aus, oder? Unter diesem komischen... Ich weiß es nicht. Die hat mich so ein bisschen an die Hella von Thor erinnert. Ich weiß nicht warum. Falls ihr die kennt. Thor Ragnarok. So mit den dunklen Haaren, die nach unten hingen. Oder die Perle von The Ring. Genauso. So stand es schon in der verbotenen Schrift. Rest in Peace. Das ist die Sensenfrau, ja. Merk schon. Da, hier ist Gleichberechtigung echt groß geschrieben, ne? Okay. Also, ein bisschen die Orientierung verloren habe ich schon, aber ich glaube, hier geht's einfach weiter, ne?
hat der für ein Typ? Der hat echt komische Augen, ne? Oder sehe ich das nur so? Aber er scheint irgendwie cool drauf zu sein. Deine Kamera hat ein Mikrofon. Ein Fron vor allem. Drücke, um durch Wände. Okay. Verbraucht keine Batterie, ja? Was soll mir das bringen? Boah, Alter, ich sehe bei diesen Fensteröffnungen sehe ich so einige potenzielle Jumpscares auf mich zukommen. Stimmt, das sind Schuppen. Ach, ich Idiot. Ja. Achso. Gedrückt. Oh. Ja, der meint Halte gedrückt, ne? Also richtig hinpflanzen. Snake-mäßig. Ich bin die Schlange von Babylon. Also, wenn der mich jetzt sieht, attackiert der mich oder ist das ein Homie? Das würde ich gerne mal testen wollen. Irgendeiner läuft hier rum. Oh. Nee, nee, die greifen mich an. Die greifen mich an. Man auch noch einbauen muss im Stream Sound Commands, vor allem in Horrorspielen. Das heißt, ihr oh, Bad Tooth, übrigens, danke für dein Follow. Moment mal, ich kann doch auch wahrscheinlich hier lang, oder? Muss mich doch gar nicht mit denen abgeben, oder? Hey, Moment, ich komm. Komm ich von hier? Nee. Doch. Ach, fuck. Ich komm von hier. Hier lang. Hier kann ich lang. Fuck, ey. Ich hab wieder so wenig Batteries. Nee, nee. Nein. Okay. Ist ja gut. Ich wollte mal gucken, wie das ist zu sterben. Okay, wir machen von hier weiter. Ah, das finde ich gut. Damit kann ich leben. Okay, also die Typen, die sind kein Joke. Die meinen es ernst. Der muss unbedingt auch meine Hand, weißt du, direkt so mit durchbohren. Sonst hat er keine Ruhe. Okay. Lichter ausmachen kann man nicht, ne? Okay. Okay, jetzt weiß ich auch, wofür diese scheiß Mikrofonfunktion gut ist. Er zeigt mir quasi an, was abgeht, ja? Oder?
Aber wenn der jetzt da lang geht, wie soll ich denn dann, wie soll ich denn dann hier lang? Das geht doch gar nicht, dann sieht der mich doch, der Vogel. Ich dachte, der hat mich gesehen. These were the words of lamentation. Alter, man sieht gar nichts. Okay, also der Typ ist da, ja. Kommt immer näher. Mein Licht kann ich mir im Endeffekt auch sparen. Okay. Raus hier. Okay, ich muss diese Mikrofonfunktion muss ich irgendwie nee, oder? Nicht hier drunter, oder? Nein. Nein, 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 nein. Wie sieht's hier eigentlich mit Speichern aus? Speicherplatz ändern, speichern und beenden. Okay. Sollten lieber mal mit der Machete das Gras trimmen. Sieht schon aus wie bei Familie Ritter, aber ehrlich. So richtige Bauern, wollte ich schon was sagen, aber Bauern machen ja genau das. Raus mit den Viechern. Die sind die nicht erwünscht. Okay. Er ist da hinten irgendwo. Schnell. Alter, man sieht nichts, ne? Batterie oder so? Gar nichts. Du, was für ein Flop-Raum. Das ist offiziell der Flop-Raum. Der Typ singt sich immer noch einer. Round and round we go. Sweet home. Fucking Outlast. Okay, der Typ ist da, ja. Oh. Oh, 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 oh. Hi, bitch. Jetzt läuft er da lang. Also ich schätze mal nicht, dass der mich jetzt sieht, oder? Alter, man muss ja richtig schleichen hier. Oh, das mit den Schlössern ist neu, ja. In einem Horrorspiel muss man nicht viel sehen und nur alles hören. Das stimmt. Das stimmt. Gott sei Dank haben die mir nicht nur so ein Glas gegeben, das ich an die Wand halten muss. Aber korrektes Equipment. Okay, man muss auf jeden Fall viel krasser schleichen als im ersten Teil. Ich frag mich ja, wie weit der sehen kann.
What the fuck was that? Oh, we're gonna have to... We're gonna have to put him down. No, I don't want to. Okay, hold him down. Give me the knife. Loot! Okay, die sind irgendwie geblendet. Was war das? Ich dachte erstmal, das ist irgendwo eine Atombombe explodiert, Junge. Daddy! Daddy, help! They can't even see me. Like they're... Please! It's like they're... Daddy, oh God! Yeah, that's how I see them. Daddy, help! Oh God! What the fuck? Korea hat den Krieg angefangen. Kim Jong hat Eier gezeigt. Meine Liebe, bitte für... Nein, mach doch mal dieses... Meine Liebe, bitte versuche stark zu sein. Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass der Herr uns in unseren Träumen unsere Sünden zeigt. Deswegen habe ich immer falsche Träume. Und wir müssen uns diesen stellen, sollten wir Gott gerecht werden wollen. Wenn die Visionen schlimmer werden und die Träume vor unseren wachen Augen erscheinen, so müssen Widrigkeiten bevorstehen, harte Zeiten, doch das Paradies ist auf der anderen Seite. Gott liebt uns und gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Auf ewig dein Philipp. Okay, weiter. Fuck. Fuck. What is this? Statue. Achso, die haben so Lautsprecher installiert. It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. Hillbilly Vatican. Das finde ich gut. It's not possible. Also dieses Feature finde ich irgendwie komisch. Dass ich was filme und dann kommentiert er das. Kommentiert das doch in dem Moment. So schön. Ich gucke später nochmal rein. Ich wünsche euch was. Danke dir, Bad Tooth. Bis später. Okay. Hier ist falsch, glaube ich. Oder? Ah. Was ist da drin? Was zum Teufel ist hier drin, Leute? Okay, ich höre irgendwelche Leute. Das wundert mich fast gar nicht. Oh. Oh. Ach, richtig, richtig mittelalterlich. Voll cool irgendwie. Evangelium Sullivan Knot. Kapitel 11. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald und die Nacht sinkt mit den Wetzsteinen und Messern der Hebammen. Und der Feind, ängstlich in seinem Gefängnis, greift in das Herz Sullivans treuesten Schülers, dessen Namen Val oder Val war, und in die der heimlich starrhälsigen und unbeschnittenen im Herzen. Vals Geist stieg hinab unter den von Gott verdammten und verhassten und sprach mit dem Feind und badete in der Saat des spinnenäugigen Lammes. Val verriet Templegate und Gott und selbst Sullivan Knot, der ihn geliebt hatte und die Auserwählten zur Erlösung führen werde. Achso, verriet, also, okay, alles klar. Und der Herr sprach, lass Val und alle Ketzer 1000 Qualen erleiden und 7x7 Schande vor dem Tod und im Leben danach. What the fuck, diese Texte. Also ich schätze mal,
Ja, okay, aber ich würde schon gerne mal wissen, kann ich hier rein? Ach so, kann ich gar nicht. Okay. Na denn. Die haben sogar auf den Säcken Kreuze drauf. Richtiges Branding. Oh nein. Ein Kerker. Give me your lives. Give me your children. Give me your children. What? Fuck off. Oh. Schlüssel. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ad in feripa aspera. Oh. Leute, was passiert? Oh, hier ist ja noch einer. Eine. Alter, ich weiß gerade nicht, was abgeht. Fuck. Lord. Kann ich hier runter? Ja, komm. Paul, da du Papa Knots Ohr hast, bitte ich dich, um eine schreckliche Geschichte zu erzählen, an der hoffentlich nichts Wahres ist. Der höchste seiner Diakone, Val, kam heute noch vor der Sonne zu mir mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte. Val benahm sich wie jemand, der etwas Heimliches und Unzüchtiges anbietet. Doch ich kannte Val und sein Wesen und hatte Angst und lehnte seine Einladung ab. Val würde sich nicht erklären und sagt mir, was ist das überhaupt für ein Tempus? Und sagte mir, es gibt Orte in unserem Herzen, die Papa Knot nicht erreichen kann. Doch schien Val mehr an anderen Teilen meines Körpers interessiert. Val. Ich bat Val, am Abend zurückzukehren, auf dass ich darüber nachdenken kann. Doch sagte ich dies nur, dass Knot Männer starken Willens schicken könne, die heimlich mit anhören, was sich für Lästerung und Verrat hielt, sodass sie es niederschlagen können. Ich hoffe, Papa kann helfen, denn ich habe große Angst. Ruth. Ihr wollt dem Val quasi eine Falle stellen, ja? Okay. Also, ich habe jetzt einen Schlüssel. Damit gehe ich wahrscheinlich wieder zurück, ne? Was sagt er mir auch eigentlich, was das ist? Zwei Batterien, Bandagen sind voll. Ich habe das Gefühl, das bleibt nicht lange so. Warum mache ich mein Nachtsichtding an? Hier ist es doch hell genug. Doch zurück. Moment. Ja, ich dachte, ich soll damit diese Tür da aufschließen. Also hier ist nichts. Außer Benzin. Ach so, Alter. Ich bin aber auch ein Blindfisch, ne? Oh, eine Taschenlampe. Nehmen. Macht er nicht. Okay, ich muss irgendwie dahin, ja? Ich hab vergessen, dass ich ein Horrorspiel spiele. Fuck you! Zucht und Inkmarkheit.
Dieser erste Text, den ich gelesen habe, der war mal krass. Du bist leider oft ein Blindfisch, aber ein netter. Danke. Dieser erste Text, den wir gelesen haben, der war krass. Mit diesem Typen, der irgendwie mehrere Cocks hatte und damit den Boden gebumst hat und da kamen dann irgendwelche, keine Ahnung was raus. What the fuck, man? Ich meine, ich war auch schon verzweifelt, aber den Boden? Eigentlich ganz schick hier, will ich ehrlich sein. Warum der mir den Text nicht direkt anzeigt, ne? Ich verstehe es nicht. Evangelium Sullivan Knotts, Kapitel 11, 7 irgendwas. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald. Haben wir das nicht schon gelesen? Stand bevor und die Luft war erfüllt vom Gesang von Papas herrlicher Hymne und die, fuck. Und die Nacht singt mit Wetzstein klingen. Satan, obgleich in der Hölle gefangen, durchdrang Wels Herz aus und. Bla bla bla. Okay, ich lese mir den Text nicht durch, wenn er von irgendeinem Schwachsinn die ganze Zeit unterbrochen wird. Hinab, den von Gott verdammten und verhassten, und sprach mit dem Feind und badete die faulen, süßen, heißen Saat des spinnenäugigen Lammes. Ja, ja, okay, das kennen wir eigentlich schon. Okay. Was sollte das jetzt darstellen? Der Typ wollte schreiben und hat seine Dings vergessen oder... Der hat daran gezweifelt oder... Keine Ahnung. Whatever. What? What? Das sind Typen. Das sind eindeutig Typen. Ich glaube, das ist eine Raver-Party. Lin! Wo? Wo? Lin! Mädel! Komm, Mädel, weg hier. Ich rufe uns einen Uber. Dabei. Lin, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Die wirkt auch schon so ein bisschen durch, ne? Die Story ist pervers. Und ich weiß nicht mehr, wie lange du dort bist. Hier ist, es ist nicht nur eine Nacht. Es kann doch nicht krasser als Whistleblower sein, oder? Also Whistleblower war schon. Deiner hinter uns? I need. Oh God. Jesus Christ, Lin. What's happening here? You were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Please don't ask me. After all these years, coming. After all, they're coming. Come. Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul person we've been awaiting all this time. She has a child in her belly. What? I performed the examination myself. And he's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. And she is among us. What the fuck is going on? I can't. Not now. Moment, was? Let's just get away from this place. Sie trägt den Samen in sich. Okay. Soak the earth with their blood. Rip the devil from her belly. Haben die die geraped? Oh no. Stay back! We'll be jammed off. I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God, no! God wants the child. God wants the
the child. Get off me! Get off me! God wants Lynn! Lynn! No, you... No! No! You motherfuckers! No! Get off me! No! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! Fuck you! What? I do. Up, me, Tim. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Ich dachte kurz, sie setzt sich auf mein Gesicht oder so. Wow. Geht's bloß an die Kamera nicht. Lynn! Jesus Gott! Ist nicht mehr hier, ne? Fuck were they? Nimm doch die Taschenlampe, Bro. Heretics. They called Lynn Mother. It is not just a cult. It's two sides. Christians and something else. Anti-Christians. Sprich es ruhig aus.